Thank you.
frohe Weihnachten aus Lübeck und herzlich willkommen zum Lifeline-Gottesdienst aus der St. Jürgen-Kapelle. Alle Geschenke sind gebastelt, gemalt, gestrickt und gekauft. Und wenn noch eines fehlt, ist es jetzt vermutlich zu spät, daran etwas noch zu ändern. Jetzt ist die Zeit, auf das zu schauen, worauf es ankommt am Weihnachtsfest. Ich freue mich, dass wir das gemeinsam tun können. In einer großen Gemeinschaft auf YouTube, Facebook und auch über die Lübecker Nachrichten online kann man mit uns feiern. Schön, dass ihr dabei seid. Auch am Heiligen Abend nehmen wir das in unseren Gottesdienst mit auf, was euch bewegt. Sendet uns eure Gebetsanliegen für diesen Gottesdienst im Chat auf YouTube, per WhatsApp oder per Mail unter kontakt@lifeline.info. Ich wünsche uns einen gesegneten Weihnachtsgottesdienst. Das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt den Namen Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und bringt Friede ohne Ende. Mit dieser alten Weissagung des Propheten Jesaja lassen wir uns hineinnehmen in den Zauber des Heiligen Abends. Wir erinnern uns an den Anfang unseres Glaubens, als Maria im Stall von Bethlehem ihren ersten Sohn gebar. Jesus, Licht für die Welt, Friedensbringer für die Völker. Gebe Gott, dass dieses Weihnachtslicht unsere Seele und unsere Welt hell macht. Amen. Thank you.
es nicht erstaunlich? Jesus ist geboren, dort in einer Krippe, im Stall von Bethlehem, ließ den Himmel hinter sich und lädt uns ein, seine Freudenboten in der Welt zu sein. Ist es nicht erstaunlich? Ist es nicht erstaunlich? Jesus kam zu uns auf die Erde und wurde Mensch wie wir, ließ den Himmel hinter sich und lädt uns ein, seine Friedensboten in der Welt zu sein. Ist es nicht erstaunlich? Ist es nicht erstaunlich? Jesus ist jetzt hier, er wohnt in unser Herzen und lässt uns nie allein, ließ den Himmel hinter sich und lädt uns ein, seine Heilungsboten in der Welt zu sein. Ist es nicht erstaunlich? Ist es nicht erstaunlich? Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Welt. Singt dem Herrn und lobet seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Ihr Völker, bringet da dem Herrn, bringet da dem Herrn Ehre und Macht. Bringt Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Es fürchte ihn alle Welt. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darin ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Wald vor dem Herrn. Denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Ewigkeit geboren, ohne Sünde.
Der Heilige Abend ist ein emotionaler Moment und vieles liegt uns heute auf dem Herzen. Ihr habt uns schon geschrieben, was ihr vor Gott bringen wollt in diesem Gottesdienst und das wollen wir jetzt gleich tun. Schreibt uns gern noch weiter, denn zweimal mehr gibt es in diesem Gottesdienst die Gelegenheit, dass wir eure Fürbitten miteinander beten. Wir beten mit Kerstin. Gott, ich bitte für die Menschen, die in diesen Weihnachtstagen einsam und voll Trauer sind. Lass für sie das Licht der Hoffnung leuchten. Lass uns einander in die Augen sehen und jedes noch so kleine Funkeln der Freude spüren. Mögen wir gemeinsam Freude und Trost finden und weitertragen. Grit schreibt uns: Guter Gott, ich danke dir für die Menschen, die mir auf so vielfältige Weise zur Seite stehen und für das Lifeline-Team und die Gottesdienste. Bitte schenke uns allen frohe Weihnachten. Und bitte lass ein wenig mehr Frieden werden in den Familien und auf dieser Welt. Sarah schickt uns ihr Gebet. Lieber Gott, ich bete für meine beiden Eltern, dass es ihnen im Himmel bei dir gut geht. Am 4. Januar 2023 hast du meinen Vater zu dir geholt. Möge er Frieden finden. Und wir beten mit Pia und Bernd. Guter Gott, du hast mich bei 22 Operationen behütet. Du weißt, dass ich mich im tiefsten Tal meines Lebens befinde. Seit über 3 Jahren krank und würde doch so gerne arbeiten, mein Geld verdienen, spenden können. Ich fühle mich ruiniert und habe furchtbare Angst vor meinen bevorstehenden Krebsuntersuchungen. Gib mir viel Kraft und Hoffnung. Behüte und beschütze das Lifeline-Team und ihre Allerliebsten. Wir halten Fürbitte mit Juli. Lieber Gott, schenke heute allen ein besinnliches Weihnachtsfest und segne allen, deren Weihnachten getrübt ist durch Trauer, Einsamkeit oder Krankheit. Sei ihnen ein Licht, welchem sie folgen können, so wie du schon damals warst. Wir beten mit Katrin und André. Herr, wir möchten dir in diesem Gottesdienst von ganzem Herzen danken, dass wir Weihnachten gemeinsam erleben dürfen und uns wieder bewusst werden kann, dass Jesus für uns geboren wurde. Danke für die Kraft, die du uns geschenkt hast und für das Lifeline-Team, von dem wir immer wieder Zuspruch erfahren durften. Behüte uns auch im neuen Jahr und lass meinen Mann bitte wieder gesund werden und lass auch mich wieder zu Kräften kommen. Danke, Herr. Edith schickt uns folgende Fürbitte. Danke, lieber Vater, dass du uns ein so großes Geschenk machst und uns deinen Sohn gegeben hast. Bitte bewahre uns auf der langen Fahrt und schenk uns dann zusammen mit meiner Mama ein schönes Fest. Bitte sei aber auch bei meinem Mann in der Klinik und schenke ihm Ruhe und Geborgenheit. Johanna bittet: Herr Jesus Christus, behüte du mein Gottenkind, zu Deutsch Patenkind, mit ihrer Familie auf dem langen Weg von der Schweiz zu der Thüringer Oma. Beschütze du sie und bitte schenk der schwangeren Tabitha einen guten Rest der Schwangerschaft. Amen. So heißt es beim Propheten Micha. Du aber, Bethlehem Ephrata, bist zu klein, um zu den Landstädten Judas zu zählen. Doch aus deiner Mitte soll einer kommen, der Herrscher sein wird in Israel.
Seine Wurzeln reichen zurück bis in die Urzeit. Seine Herkunft steht von Anfang an fest. Er wird auftreten und sein Volk weiden. Dazu gibt ihm der Herr die Kraft und die Macht. Sie liegt in den Namen des Herrn, seines Gottes. Dann wird man wieder sicher im Land wohnen können, denn seine Macht reicht bis zum Rand der Welt. Und er wird der Friede sein. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy gives sight to the blind man? Mary, did you know I'm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy was heaven's perfect man? And the sleeping child you're holding is the great I am. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wer schon mal hier mit uns Gottesdienst gefeiert hat, weiß es schon. Aber für alle anderen erzählen wir es gern noch einmal. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf YouTube abonniert. Denn wenn wir mehr Abonnentinnen und Abonnenten haben, werden auch mehr User zum Zuschauen und zum Mitfeiern eingeladen.
Entschuldigung. Für ein Abo reicht der kleine Klick auf den roten Knopf unter dem Video und auf die kleine Glocke direkt daneben. Heute Mittag hatte unser Kanal 2816 Abonnentinnen und Abonnenten. Jetzt haben wir die 3000 fest im Blick und wollen sie gern erreichen. Außerdem freuen wir uns über Kommentare unter dem Video. Und wenn ihr uns einen Daumen da lasst, ist das auch großartig. Vielen Dank dafür. Wir wollen jetzt noch einmal eure Fürbitten gemeinsam vor Gott bringen und schickt uns gern noch weiter, was euch bewegt. Denn wir werden nach der Predigt noch einmal gemeinsam beten hier. Britta schreibt uns: Ich wünsche allen ein friedliches Weihnachtsfest und dass alle Kriege und alles Elend aufhören, sowie dass die Menschen friedlicher werden und füreinander da sind. Gerda sendet uns folgende Fürbitte: Lieber Gott, ich bitte und bete, gib uns Friede auf Erden. Und mit Martina beten wir: Ich bitte an diesem besonderen Abend um deinen Segen für Heike und Steffen, dass sie alles gemeinsam tragen können. Danke für deine Hilfe. Und wir beten mit Sigrun: Gott, wir bitten dich um deine Bewahrung für alle, die heute unsere Gottesdienste besuchen. Lass die Bedrohung von Köln nicht real werden. Schenke du Frieden. Wir halten Fürbitte mit Bettina. Herr, gib uns deinen Frieden. Die Welt hat ihn so nötig. Ich bitte dich auch, meine zwei schwer kranken Freunde zu beschützen. Wir beten mit Michael und Ulrike. Herr Jesus, ich bitte dich um Frieden für alle Menschen, besonders in der Ukraine und in Israel und im Gazastreifen. Und ich bitte dich, bei unserer Schwägerin zu sein, die sehr schwer erkrankt ist. Mögen deine heilenden Hände auf ihr liegen. Danke, dass wir gemeinsam mit dem wunderbaren Lifeline-Team deiner Geburt und Menschwerdung gedenken dürfen. Barbara und Wolfgang senden uns folgende Fürbitte: Allewiger, hilf den Geiseln und ihren Angehörigen und armen Menschen in Palästina. Bitte erbarme dich. Und wir vom Lifeline-Team beten für alle Menschen, die heute verzweifelt sind, ob in Krisengebieten oder auf der Flucht. Und wir beten für alle, die einsam sind und den heutigen Abend alleine verbringen. Möge Gott seine schützende Hand über sie halten und ihnen Momente der Freude und des Glücks schenken. Amen.
Just has started, where children are playing magic sparks in the air. Sending a thought to the loved ones departed, cause deep in our hearts we know they're still here. Christmas is like no other holiday. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die im düsteren Land wohnen, scheint es hell. Herrnhuter Sterne haben Hochkonjunktur. Man findet sie nicht mehr wie früher nur in Kirchen und bei einigen christlichen Familien, sondern sie leuchten überall. In Weiß, Gelb oder Rot, in Büros und in Fenstern, in Gärten und auf dem Weihnachtsmarkt. Der Stern leuchtet, ohne hektisches Geblinker und Geflacker. Es ist ein tröstliches Licht am Winterabend, wenn du zur Ruhe kommst und deine Gedanken zurückwandern zum letzten Weihnachtsfest. Für manche ist der Stern ein Fingerzeig Gottes. Vor einem Jahr ging es mir nicht gut, aber Gott war doch da und hat mich gehalten. Vieles ist leichter geworden, das macht mich wirklich froh. Danke Gott. Für andere ist der Stern fast wie ein Anker. Du Gott bist da, auch wenn mich heute große Sorgen quälen oder wenn an diesem Weihnachtsfest jemand an unserem Tisch fehlen wird. Lass mich deine Nähe spüren, Gott. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die im düsteren Land wohnen, scheint es hell. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren wurde, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem zu König Herodes. Sie fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben einen Stern im Westen gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Suchende sind sie, die Weisen aus dem Morgenland. Wissenschaftler, die unter dem klaren Wüstenhimmel Vorderasiens den Lauf der Gestirne am Nachthimmel genau beobachten. Denn sie sind davon überzeugt, dass die Sterne das wirklich Wichtige widerspiegeln, was auf Erden geschieht. Und so verstehen sie den neu aufgetauchten Stern als ein himmlisches Zeichen für die Erde. In Israel wird ein machtvoller König geboren. Genauso wie wir heute suchen sie nach Orientierung in turbulenten Zeiten. Damals war die Welt rund um das Mittelmeer und weit darüber hinaus von den Römern besetzt. Das bedeutete für die Völker Ausbeutung, willkürliche staatliche Gewalt, keine Meinungsfreiheit, brutale Unterdrückung. Viele Menschen waren als Zwangsarbeiter in die Sklaverei verschleppt. Und die noch nicht eroberten Völker sorgten sich, wann die römische Armee wohl bei ihnen einmarschieren würde.
Der sogenannte römische Frieden war für alle Nichtrömer vor allem eins: römische Propaganda. Und als die Weisen nun den neuen Stern entdeckten, da machten sie sich auf nach Westen. Denn es könnte doch sein, dass das Kind, dessen Geburt auf so einzigartige Weise angekündigt wurde, von Gott gesandt wurde, um der Welt wirklichen Frieden zu bringen. Heute gehen unsere Augen in dieselbe Richtung, nach Israel. Doch unsere Herzen sind nicht voller Hoffnung, sondern vor Sorge erfüllt, manchmal schon von Angst. Denn es herrscht kein Friede, sondern Krieg. Es herrscht Terror anstelle von Vertrauen. Es herrscht Angst anstelle von Sicherheit. Es herrscht Hass anstelle von Versöhnung. Sorgen und Angst bei allen, bei jüdischen Israelis, bei muslimischen Israelis, bei christlichen Israelis, bei atheistischen Israelis. Bei muslimischen Palästinensern und bei christlichen Palästinensern und sicher auch bei denen, die keinem Gott mehr glauben können. Friede ist nicht in Sicht. Obwohl Hunderttausende tagtäglich darum flehen, wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und große Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dies habt zum Zeichen, an dem ihr alles erkennt: Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen: Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Wer kann die Friedensbotschaft hören? Wer kann den Friedensstern sehen? Nicht die Sorglosen, nicht die Mächtigen, allein die Machtlosen und die Suchenden, die es hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Die Hirten auf dem Feld, die täglich von der Hand in den Mund leben müssen, sehen die Engel und sie hören die Botschaft: Gott wendet sich euch in Liebe zu. Und die Weisen, die wissen, dass politische Macht und militärische Stärke nicht ausreichen, um dem Bösen ein Ende zu setzen. Sie alle suchen ernsthaft und erkennen in dieser ersten heiligen Nacht, dass Gott ganz anders eingreift, als wir Menschen es erwarten. Es kommt kein neuer Herrscher, ein Prinz von Gott geschickt, der den Thron besteigt, nachdem er den Despoten Herodes in einer Palastrevolte abgesetzt hat. Sondern die Weisen erkennen, dass Gott selbst in die Welt kommt, als neugeborenes Kind einfacher Leute, völlig ohne weltliche Macht und Einfluss. Weihnachten 2023. Gott sagt uns: Denkt anders, denkt neu. Stellt die Kinder nach vorn. Die einen bringt sofort nach Hause und den anderen gebt endlich ein Zuhause. Sorgt dafür, dass die Kinder genug zum Leben haben. Nahrung, Bildung, medizinische Versorgung, Spielen ohne Angst. Nur so kann der Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt enden, wenn ihr die Interessen der Kinder nach vorne stellt. In Palästina und in Israel, im Jemen und im Sudan, in Russland und der Ukraine und auch bei uns in Deutschland. Was den Kindern dient, soll der Maßstab sein. Macht es wie Gott. Macht euch klein und betrachtet die Welt mit den Augen der Kinder. Dann und nur dann wird Gottes Friede zu euch kommen,
zu den Menschen, deren Tun Gott wohlgefällt. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die im düsteren Land wohnen, scheint es hell. Und du? Wo bleibst du dabei, der heute vielleicht allein ist oder deren Herzen voller Kummer und Sorgen ist? Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen. Bei Gott dürfen auch Erwachsene bedürftig sein. Bei Gott sind wir auch mit unserer Schwäche und unserer Ratlosigkeit willkommen, mit allem, was angeknackst oder zerbrochen ist. Bei Gott müssen wir nicht so tun, als hätten wir alles im Griff. Bei Gott dürfen wir so sein, wie wir nun gerade sind. Stehen oder knien, sitzen oder liegen, was immer geht. Und wie Hirten und Weise einfach nur da sein, schauen, staunen und zulassen, dass Gottes Licht sich in unserer Seele ausbreitet. Damit beginnt der Weihnachtsfriede. Amen. As long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. 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 God only God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. Thank you.
Seit mehr als 60 Jahren weitet die Organisation Brot für die Welt unseren Blick auf die Welt. Ein Heiligabend wird in allen evangelischen Kirchen die Kollekte für Brot für die Welt gesammelt. Natürlich auch hier bei uns, bei Lifeline. Fast 800 Millionen Menschen leiden weltweit an Hunger. Das liegt an Kriegen und an Konflikten und an den Folgen des menschengemachten Klimawandels, aber auch am globalen Ernährungssystem. In diesem Jahr unterstützt Brot für die Welt Projekte in Kenia. Dort wird erfolgreich gezeigt, dass Beratung und Bildung für Kleinbauern einen Unterschied machen. Die Familien lernen, sich selbst zu versorgen. Sie können Überschüsse verkaufen und das alles ohne Kunstdünger und Pestizide. Mit der Kollekte am Heiligabend möchten wir dieses Projekt unterstützen. Gott segne Gebende und ganz bestimmt Empfangende. Wir wollen jetzt noch einmal gemeinsam Fürbitte halten. Sollte deine Fürbitte heute im Gottesdienst nicht gelesen worden sein, dann ist sie für das Chat-Team wahrscheinlich etwas zu spät angekommen. Aber im Anschluss bleiben wir hier in der Kapelle zusammen und bringen alle Bitten, die uns erreicht haben und die nicht im Gottesdienst waren, noch gemeinsam vor Gott. Wir halten Fürbitte mit Tina. Guter Gott, ich bitte dich für alle Menschen auf der Welt, komm du ihnen nahe, lass sie dein Wirken spüren und richte sie auf. Jeden und jede so, wie es nötig ist. Hör du die Verzweiflung, die Not und Sorge der Menschen und hilf uns, füreinander da zu sein und einzustehen, sodass diese Welt eine friedliche werden kann. Ich danke dir, dass du mich nicht loslässt. Ich danke dir für kleine Lichtblicke, die du mir immer wieder schickst. Ich bitte dich für meine Freundin Brigitte. Lass ihre Untersuchungsbefunde positiv sein. Bitte berge meine Kinder unter deinen Flügeln. Jesse betet: Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für meine wunderbare Familie und ihre Unterstützung in dieser für mich so schwierigen Zeit. Hab Dank. Wir beten mit Martina. Ich bitte für alle, die krank sind, die an Weihnachten einsam sind. Ich bitte auch um Gesundheit für meine Mutter und dass ich im nächsten Jahr eine neue berufliche Perspektive finde. Thomas schreibt: Herr, behüte und beschütze alle Menschen auf der Welt. Ich bitte, dass Frieden einkehren möge. Sei du bei mir, wenn ich nachher Gottesdienst halte, und behüte und beschütze das Lifeline-Team. Mein Mann hat Krebs, der nicht mehr heilbar ist. Lieber Gott, gib uns bitte die Kraft, damit umzugehen. Wir beten mit Andrea. Lieber Vater im Himmel, im letzten Monat war ich an Corona erkrankt und habe leider noch Symptome. Bitte schenke mir die Hoffnung und Zuversicht, damit es mir bald wieder besser geht. Und nimm mir meine Sorgen und Ängste, dass ich keine Nachwirkungen durch Corona bekomme. Schenke, dass ich Heilung erfahre. Danke, dass du mir Leute zur Seite stellst, die mich teilweise seit mehreren Jahren begleiten und mir zur Seite stehen. Hilf mir, gute Lösungen zu finden. Sabine schreibt uns: Guter, barmherziger Gott, so viel Gutes hast du mir letztes Jahr geschenkt. Wie viel Ausblick hast du mir gegeben? Ich bitte für alle, denen der Weitblick und die Zuversicht noch nicht gegeben ist, dass sie auf dich vertrauen und gesegnet werden. Erika schreibt uns: Meiner Schwester geht es schlechter. Ihre Tumore wachsen. Stehe bitte bei. Gib ihrer Familie die Kraft, damit umzugehen. Andrea schickt uns ihr Gebet. Herr, ich möchte dich von Herzen für Ronja bitten. Heile ihre starke Erkrankung und gib, dass sie bald nachts wieder besser schlafen kann. Danke, dass sie ihr erstes Weihnachten jetzt mit uns feiern darf. Ihr Start ins Leben war so schwer. Danke, dass du da warst und eingegriffen hast. Danke für dieses Wunder. Amen.
Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus Christus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halte Ausschau nach dem Weihnachtslicht, das Frieden in die Welt bringt. Teil Frieden aus, wo immer es möglich ist. Und denk daran, auch du bist ein Licht in dieser Welt. Gott traut dir das zu. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse das Weihnachtslicht leuchten über dir und erwärme dich mit seiner Liebe. Gott erfülle dein Herz mit Freude. So geh hin in die Weihnachtstage im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. Amen.